Yasin, diese Butterburner, fängt jetzt an, wie ein Jan mit manipulieren. Freunde, es ist creepy. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Es geht weiter, Kampf der Reality Stars, Folge 6. Freunde, neue ziehen ein, alte ziehen aus. Vorweg, bevor wir aber beginnen, und zwar, damit ihr euch nicht wundert, wir werden nicht mehr auf die komplette Folge bei egal welchem Format reagieren. Das heißt, in diesem Fall der Kampf der Reality Stars, wir haben ja immer die ganzen Folgen geguckt, das machen wir jetzt nicht mehr. Das heißt aber auch kein anderer YouTuber, ja. Wir haben alle mit RTL 2 lange geschrieben und wir haben uns dazu entschlossen, nicht mehr ganze Folgen zu kommentieren, sondern nur noch das, was jeden YouTuber persönlich am meisten triggert oder in die Augen fällt, ja. Also nicht wundern, dass wir nicht mehr die ganzen Folgen kommentieren, aber die ganzen Folgen könnt ihr ja sowieso auf RTL Plus selber angucken. Den Link setze ich auch, euch auch unten in die Infobox, das lohnt sich natürlich immer. Aber hier gibt es jetzt die Highlights. Und meine persönlichen Highlights sind der Einzug von Markiel. Dann Yasin fängt an tatsächlich wie Jan. Yasin fängt an wie Jan zu manipulieren. Oh, ehrlich? Ja, also da war ich ganz. Und noch zwei, drei andere Dinge geschehen. Also Freunde, nehmt euch was zu essen und was zu trinken. Es geht los, nämlich der Neue zieht ein und zwar Markiel. Meine Erwartung an Kampf der Reality Stars ist, dass mir ein spektakuläres Schauspiel an Trash geboten wird und dass ich wunderbare Exzesse miterleben darf. Nicht, ne? Oder vielleicht auch Teil Kannst dessen du bin. Feuer? Sehr gerne. Am Strand wird noch immer Gender gerätselt. Mann oder Frau? Ich denke Frau. Kann man so blind sein wie ich? Ich sehe gar nichts. Wer ist das? Das ist eine Frau. Nein, das ist ein Mann. Nein, das ist eine Frau. Nein, das ist ein Mann. Nina Christine weiß es schon. Das Universum hat Mitleid. Es ist ein Lieblingsmensch. Ein Lieblingsmensch. Da erkenne ich doch schon jemanden. Na, das ist ja toll. So, hallo, ich bin Markiel. Ich bin so froh, dass du da bist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Danke, dass du da bist. Ich kenne dich schon seit 10 Jahren. Okay. Freust du dich, ne? Ja, das sind natürlich Freudentränen. Ich habe ihn gesehen und ich habe gedacht, okay, no. Jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Die ist voll fertig, Dana, die Arme. Das ist ein Wahrsager. Ja, das ist mein Wahrsager. Die Begrüßung war super herzlich, ja, ich habe ja auch gleich welche gekannt. Also von daher ist doch alles schick und schön, bis jetzt. Heinrich hilft. Oh! Der ist ja wie Blei. Komm, ich mach hier. Danke. Im Koffer gelagert. War auf jeden Fall sehr schwer. Wir wollen doch lustig sein und nicht von Tote sprechen. Bei einem herrlichen Sonnenschein hier bei Kampf der Reality Stars, da brauchen wir fröhliche Menschen und nicht die traurig sind. Und ja. Was etwas irgendwie lang ist oder so. Das schwarze Schaf ist raus aus der Herde und ist gleichzeitig ein schwarzes Schaf wieder reingekommen. Oh Gott, Heimat, deine Sterne. Ja, den meinen Jan, ne? Also, was ich nie wieder machen würde, ist, wenn ich in einer Beziehung bin und die fragen, ob mein Freund eine Affäre hat. Würde ich nie mehr fragen. Kam da ja? Ja, rothaarig, seit anderthalb Jahren. Und dann machst du natürlich die Augen auf und guckst. Ja, ja, ich bin 100% davon überzeugt, dass das stimmt. Mein Ex hat ja immer gesagt, er hat keine andere. Ich bin sowieso irre und bilde mir alles ein. Ich habe keine Bestätigung dafür, aber wenn Markiel das in den Karten sieht, dann ist es für mich 100% klar. Ich bin da so ein bisschen gespalten. Ich glaube nicht solche Sachen, weil ich glaube, das ist schon ein bisschen so Aberglauben. Ich bin so gespannt. Ich denke mir die ganze Zeit so, soll ich das riskieren? Soll ich es auch machen? Aber weißt du, ich sag doch eigentlich nur Leuten was voraus, die auch eine Zukunft haben. Jetzt mal mein Problem. Ja. Ja, das glaubst du an Wahrsagerei? Nee. Ihr Freunde? Ich glaube da so ein bisschen dran. Ja? Ich weiß auch nicht. Mhm. Weil ja alles irgendwie Energie ist. Irgendwie alles so ja, miteinander verbunden ist. Keine Ahnung. Ich glaube ich glaub irgendwie dran. Scheiße. Und dann zieht nämlich jetzt noch die nächste Person ein. Kennst du die jetzt kommt? Oh, okay. Siehste, wärst du mal hingegangen. Jelis, kennst du? Bei Elena ist heute schon Weihnachten. Die Ex? Mhm. Oder so? Ja, genau. Woher kennen wir die generell? Topmodel. Bachelor oder sowas? So. Mhm. Mein Name ist Jelis Kotsch, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Hannover und ich bin Influencerin, wie man das so schön nennt.
und mache einige Sachen im Fernsehen. Aha, was denn so? Also ich glaube, die meisten kennen mich aus meiner Bachelorzeit. Bachelor. Ja. Ach, das war die, die Ohrfeigen verteilt hat. Echt? Mhm. Also ich hätte auch gerne die Faust genommen. Natürlich. Und dann gibt's in deinem Leben ja noch das Kapitel Ochsenknecht. Ja. Also die schlimmste Zeit war für mich wirklich, dass ich mich während der Schwangerschaft quasi mit Jimmy getrennt habe. Mhm. Ich habe mich einfach von meinem Partner im Stich gelassen gefühlt und hätte mir da mehr erhofft. Okay. Aber jetzt geht's steil bergauf. Ich werde gewinnen und den Sieg nach Hause holen, weil ich es einfach verdient habe. Ich habe so viel durchgemacht in meinem Leben. Der Sieg gehört einfach mir. Okay. Das ist ein Format. Ich weiß nicht, wie viel Formate sie mitgemacht hat unbedingt, um jetzt diesen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Freut mich, Heinrich. Der ist auch immer nur am Schießen mit Dings, ne? Der nervt mich auch langsam. Das wird so im Laufe der Folge, Freunde, müsst ihr aufpassen, mehr und mehr und mehr, wo man denkt, der hat sie nicht mehr alle, auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Aber wo ich mal denke, okay, sie beim Bachelor, sie Ochsenknecht-Familie und all das und er, der war bei Berlin Tag und Nacht, wie ich bei Köln 50 war, das ist nix. Das ist genauso viel, wenn ein feuchter Furz trocken kommt, ja, das ist... Völlig egal, Furz ist Furz. Du musst halt jetzt wieder direkt irgendwie du musst immer so eine eklige Seite in die Videos reinbringen, ne? Ja, hab eine eklige Seite. Nein, aber ist doch so. Ja, was ist denn das? Warum misst er sich damit so? Keine Ahnung. Was ist los mit dem? Ne? Die Twins. Aber wir glauben schon, dass sie so sehr, sehr konkrete und klippe Entscheidungen treffen kann. Zwei Stühle, eine Meinung. Endlich mal ein Gesicht, welches ich kenne und ich mich erfreue, sie zu sehen. Ihr habt endlich gut gecastet. Yes! Elena und ich waren zusammen im Sommerhaus der Stars. Und da waren wir auch schon wie Schwestern. Wir haben uns von Tag 1 super verstanden und haben auch regelmäßig Kontakt, telefonieren. Wir sehen uns nicht so oft, weil sie ja in der Schweiz lebt und ich in Hannover. Aber der Kontakt ist immer bestehen geblieben und darüber bin ich auch sehr froh. Okay. Zwei rundum. Dankeschön. Das macht sich ja erst im Stück wieder an, oder nicht? Genau. Ja, bestimmt. Vielleicht wie Ronald, der Favela King. Der passionierte Nacktmolch setzt auf seinen natürlichen Charme. Passionierte Nacktmolch. Ronald! Als zweite Person kam dann glücklicherweise ein weibliches Geschöpf, die ich natürlich entsprechend meiner Tradition nicht unten empfange, sondern oben empfange. Mhm. Grüß dich. Hallo Ronald. Schön, dich zu sehen. Ja, das lernt man in Brasilien. Gefällt sie euer Ehren? Helena. Nee, Helena. Du sagst Helena zu ihr. Helena? So, wie hieß sie denn? Jelis? Bitte? Jelis? Jelis? Im Strudel der Hormone kann man schon mal straucheln. Helena. Helena hat lachende Augen und du kennst die uns Jelis. Nee, das du warst ist in Helena. In mehreren Shows mit ihr. Wo bist du gewesen? Ich war beim Bachelor. Die Backpfeife. Die Backpfeife? Hast du einem Mann eine Backpfeife verpasst? Nein, sowas mache ich nicht. Gestehe alles. Ich bin der Richter gnadenlos und ich ertrage keine Unwahrheit. Jelis finde ich als Mensch sehr Ronald, Alter. Sie ist sehr nett anzuschauen und hat den Bachelor verprügelt. Finde ich alles sehr charmant. Ich kenne Ronald aus dem Fernsehen. Da habe ich mal gesehen, dass er da auch so ein bisschen, touchy ist. Aber es ist sympathisch. Ja. Also solange es so bleibt und ich weitergeht, ist alles gut. Als Neuankömmlinge haben Malkiel und Helena, Jelis, natürlich wieder die Macht. Sie dürfen einen Star rauswerfen. Umso wichtiger, dass man sich gleich mal in ungezwungener Atmosphäre Jelis erzählt nämlich jetzt hier genauestens, wie das war mit Ochsenknecht und Jimmy. So. Aber wir Zuschauer hatten ja damals alle nur dieses, der verlässt die in der Schwangerschaft. Was ist denn alles, was soll denn vorgefallen sein? Was ist denn mit der so Schlimmes? Oder was muss mit einer Frau so Schlimmes sein, dass der Mann in der Schwangerschaft, wo die Frauen ein Leid mit sich tragen, ja, also ein Paket sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, wie kann dann ein Mann das Weite suchen, so, ne? Das ist nicht so mitbekommen, die Story. Ja, und sie erzählt uns hier darüber ganz gut. Schleppert. Bist du alleine gekommen oder? Nee, du hast ja dein Baby. Ja, meine Mutter, der Vater meiner Tochter. Das ist der Sohn von dem Ochsenknecht-Schauspieler? Ja? Jimmy? Jimmy Blue Ochsenknecht? Bist du mit ihm immer noch zusammen? Nein. Warum habt ihr euch getrennt? Ihr seid doch immerhin Eltern eines gemeinsamen Geschöpfes. Ich hatte eine ganz schlimme Schwangerschaft. Ja. Und es ist so eine Schwangerschaftskrankheit, Hyperemesis. Und da ging es mir richtig schlecht. Ja. Also richtig, richtig schlecht. Die Schwangerschaft war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich habe mich alleine gefühlt, ich habe mich nicht verstanden gefühlt, missverstanden.
und hatte das Gefühl, dass keiner mich so richtig ernst nimmt. Ciao, Alter. Das hat halt ein bisschen kaputt gemacht, aber es gab halt schon davor so ein paar Probleme. Er hatte halt auch Schulden und ich habe mich halt so gefühlt, als wenn alles auf meinen Schultern lastet, wenn ich jetzt die Miete zahle oder auch den Einkauf und aber alles. Aber das ist nicht deine Aufgabe. Also sorry, ja, da bin ich altmodisch. Und das war das, was mich nicht so irgendwann belastet hat. Es hat mich halt genervt, dass ich wirklich alles zahlen musste. Mhm. Also ein Mann auch. Sollte auch Mann sein. Und es war kein kleiner Knick, der da reingekommen ist, sondern wirklich ein großer Knick. Aber es ist und, so. Und wer hat denn die Reise hier nach Thailand finanziert, seinen Flug und Aufenthalt? Du wieder oder was? Aber er wollte mir das Fluggeld wiedergeben. Oh nein, und das glaubst du immer noch? Ja, danke, Ronald. Also sowas von Unbumsbares. Aber warum hat denn der so... Geldprobleme, ja, wenn du faul bist, nicht arbeiten gehst. Wenn du der Sohn von bist und denkst, das Geld kommt dir zugeflogen, anstatt arbeiten zu gehen. Hm. Keine Ahnung, auf jeden Fall unbumsbar, geht gar nicht. Weißt du, seine Butterschnute verteilen geht. Und neue Butterschnuten zupfen geht. Aber dann Verantwortung übernehmen... durchzubringen, die Familie, währenddessen zumindest die Frau schwanger ist und nicht arbeiten gehen kann. Was ist los mit manchen? Ich hätte den auch zum Teufel gejagt. Mal Butter bei der Fische. Also vielleicht sollte sie das nächste Mal keinen Pleitegeier nehmen. Ja, ehrlich. Ich hätte einfach mal mich über so ein Danke gefreut. Also das kam nicht mal, das kam nicht mal. Die ist sogar selbst gibt die sich zufrieden. Och, dass der Mann einfach mal sagt Danke. Nee, nicht so wirklich. Das war dann so als selbstverständlich. Ich muss sagen, es hat mir richtig gut getan, mit Ronald zu sprechen, alles rauszulassen. Und ich habe das erste Mal überhaupt so intensiv darüber gesprochen. Und es tat richtig gut. Also es ist befreiend. Ja, verstehe ich. Dann kommt theoretisch das erste große Spiel, aber das könnt ihr euch auf RTL Plus in voller Länge gönnen. Das ist auch richtig cool. Wir schauen nämlich jetzt weiter. Und zwar geht's nämlich los mit Martin. Mit Person Martin. Langsam lernen wir Martin ein bisschen kennen. Ist der von Berlin Talk Nacht? Ja. Und zwar, am Anfang dachte ich, der regt sich zu Recht über diese Situation, über diese sogenannte Toilettensituation auf. Aber der steigert sich da so rein, dass ich denke, was ist das denn? Achtung, Freunde, es geht los. Liebe Reality Stars, beim heutigen Bestrafungsspiel TV-Taboom habt ihr etwas weniger als 70% der zu spielenden Begriffe korrekt erklärt und erraten. Mhm. Super Leistung. Die Bestrafung in dieser Sendung lautet Partymarathon. Also nicht schlafen, sondern feiern und saufen bis der Arzt kommt. Die müssen halt dann immer, wenn die Musik angeht, müssen die rübergehen, feiern und tanzen, wie so Puppen, wie so Marionetten. Okay. Richtig creepy so ein bisschen. So alles wie immer. Auf den Partys läuft nur die beste Musik. Genauer genommen gibt es nur einen Song, der auf dieser Party läuft. Erst wenn sich alle Stars auf dem Dancefloor im Tiny House befinden und gemeinsam die Sau rauslassen, endet die Musik. Let's Party. Bestrafung ist ja fast ein Segen für mich, oder? Party-Marathon als Bestrafung für einen Yassin Mohamed? Wart's ab. Scheiß ich drauf, ey, ganz ehrlich, da scheiß ich drauf. Ich will einfach nur meinen Koffer wieder haben. Hab ich gerade gesagt, ich scheiße auf diese verschissene Party da drinne. Ganz ehrlich, wir haben, finde ich, einfach aufgrund dieser unserer Leistung heute, haben wir was anderes verdient. Oh, das ist so unangenehm. Ja, aber der will halt, aber er denkt sich halt, wozu party ich für meine Koffer? Die haben immer noch keine Klamotten. Die können keine Hemden wechseln, keine Unterhosen wechseln. Okay, aber. Wo man erstmal denkt, was für Party, gib uns die Koffer wieder. Finde ich erstmal noch verständlich. Weil das Partyspiel ist, wie, wo sich Jan aufgeregt hat mit dieser Sanduhr. Das ist genau das Gleiche. Nee, aber nicht, wenn die schon seit einer Woche keine Klamotten haben, die du wechseln kannst. Ich hätte wahrscheinlich auch durchgedreht. Ja, gut, aber... Anstatt Party zu machen, hätte ich erstmal gerne mal wieder meine Unterwäsche wieder. Du weißt ja, dass es da so sein kann. Ich weiß. Aber deswegen, am Anfang dachte ich noch so, ich weiß, wie es euch geht, Freunde. So, ja, kann man nachvollziehen, aber das wird leider immer schlimmer. Warum haben wir denn nicht mal langsam auch eine Belohnung verdient? Der Martin ist ein sensibler Künstler und Gerechtigkeitsfanatiker. Und er fühlte sich ungerecht behandelt. Ach, immer diese Leute, die hier eine Revolution führen wollen. Hatten wir schon, sind schon alle weg, hat alles nichts genützt. Was ist los? Wir wollen unsere verfickten Koffer wieder haben und einfach ist mal eine zweite Anstrengung. Was ist los hier? Ich könnte ja auch mal Kooperation erwarten. Es war so, Puderbär entwickelte sich zu einem zornigen Ork. Einem Kofferork. Ganz ehrlich, ich will meinen Koffer wieder haben. Punkt. Ja, du regst dich, weißt du, Schatz, du regst dich auf, Martin. Ganz ehrlich. Ja, dann sollen die das auch, dann sollen die mich auch mal so erfahren. Ich kann auch anders.
Ja. Das hört man gerne. Das spricht für künstlerische Bandbreite. Also dann Bühne frei für Martin, den mutigen Monster. Jetzt geht's richtig ab. Das Ding ist halt immer, ich bin dann immer so Mensch. Ich kämpfe nicht immer nur für mich alleine, sondern ich kämpfe dann für alle. Das ist auch ein guter Charakterzug und das schätzt auch jeder. Nur das Format ist so und es gibt Formate, wo es noch schlimmer ist oder war. Ich bin nicht, du kannst andere Formate damit nicht vergleichen. Ich bin nicht im Dschungelcamp, ich bin nicht bei Naked Survival. Sind wir wirklich so schlimm? Ja. Nee, jetzt sag mal ehrlich, bitte. Hand aufs Herz, ist überhaupt nicht schlimm. Also. Für mich ist es kein großes Problem. Ne? Hygieneartikel haben wir, ich kann Zähne putzen, ich kann jederzeit duschen. Ich bin in der Lage, meine Unterwäsche selbst zu waschen. Fertig aus. Ja. Möchtest du eine frische Unterbuchs, ein T-Shirt, eine Short haben? Sehr gerne, ja. Komm. Halleluja, so wie einst St. Martin seinen Mantel teilte, teilte Kiel seine Unterhose. Frisches Bärenauge. Vielen Dank, Digga. Vielen Dank. Aber sei doch froh, dass ich jetzt gekommen bin und dir was geben kann. Als Neuling durfte Malkiel seine Klamotten behalten. Wir sagen Danke und wünschen Martin alles Gute in seinem frischen Slip. Danke. Und dann geht's jetzt hier weiter, dass Martin sein Unmut den Zwillingen äußert. Ziemlich emotional instabil. Achtung! Wir wollen nicht, dass sich jemand in der Gruppe unwohl fühlt. Es geht einfach darum, dass jeder damit unzufrieden ist und jeder sich dreckig und speckig und eklig fühlt und jeder gerne einfach seine Klamotten wieder haben möchte. Ja. Aber keiner spricht das wirklich mal so richtig deutlich aus. Man lässt mich so krass alleine gerade damit. Nein. Wie lange ist er da drin? Er wollte eigentlich das Beste und hat sich dann grundlos eigentlich ausgeschlossen gefühlt. Aber dieses Gefühl kann schnell mal aufkommen, dass man sich irgendwie voll alleine fühlt und dass alle dann irgendwie, ne, dass man das Gefühl hat, dass alle über einen reden, obwohl es gar nicht der Fall ist. Ein bisschen geredet wird natürlich trotzdem bei dem Theater. Ja, das ist ja auch alles neu für ihn. Ne? Das ist ja sein erstes Format und er kannte das ja vorher nicht. Und große Schauspieler sind halt sensibel. Ich bin halt einfach so. Ja, nun, wenn nicht. Hä? Ja, wenn nicht. Nein. Ich bin doch noch für den Zwilling. Ey, ich will es nicht sagen, aber die Eierstöcke. Danke. Die gehen durch die Eierstöcke. Total lieb. Die halten sogar Martins Drama aus. Die schleimen die ganze Zeit, rutschen fast aus an der Spur. Wie bitte? Echt jetzt? Die Pecklinge. Wirklich, die. Nee, die sind einfach nicht echt. Das riecht mich von auf. Wir sind den Twins dankbar. Die nehmen uns nämlich viel Arbeit ab. Sollte man einfach halt wirklich in jeglicher Situation zusammenhalten. Bitte. Ja. Und Yasin sagt ihm nämlich das gleiche mal die Meinung tatsächlich. Es geht jetzt eine halbe Stunde nur über dieses Kofferding. Martin. Wenn du die vorherigen Staffeln gesehen hast, weißt du, worauf man sich einlässt. Es kann schon sein, dass ich mal 2 Nächte da schlafen muss, ohne Bett oder sonstiges. Oder dass ich mal 3 Tage keine Klamotten habe. Das ist das Format. Das ist nichts Neues jetzt. Was bringt mir das jetzt hier irgendwie denn? Das Ding ist dann einfach große Fresse. Ja, woher kennt man die denn? Ja, genau. So, Jetzt ist der zum ersten Mal in einem anderen Format außer Berlin Tag und Nach und fängt direkt an zu heulen nach 3 Tagen. Ja, so ein Reality-TV schon, halt, ne? Ja, schon völlig fertig mit den Nerven. Nur und ein paar Koffer wechseln. Ja. No. Dann hätte ich mal draußen geschlafen in der Freiheit oder was weiß ich. Einen dicken Macker zu machen und sagen, nein. Das ist Kampf der Reality Stars. Sorry. Das nervt mich. Danke, Yasin. Nein, Hundekinder. Ich bin. Ich hab mein Herz auf der Zunge. Ich glaube auch krass, ich mein Herz habe geblackt. No. Von seinen Tränensäcken ganz zu schweigen. Aber ich bin auch ein sehr impulsiver Mensch. Ist doch nicht schlimm, ist doch alles. So, ist, weißt du? Nee. Dafür. Okay, recht. Schätzen wir dich, wir danken dir dafür. Ne? Und wir alles, was wir jetzt erleben, das durchstehen wir zusammen. Und damit hat sich gesagt, wir machen das Beste draus. Okay, reicht jetzt, komm. Dann kommt das nächste Spiel, und zwar die Wand der Wahrheit. Wand der Wahrheit bitte auf RTL Plus angucken. Da müsste sie auf jeden Fall entweder was kategorisieren. Und sie haben sich so ein bisschen dem Spiel entzogen, indem sie, weil das war schon ein sehr demütigendes Spiel und der Ronald hat das so nicht zugelassen, dass das so kommt, das Spiel, damit die Stimmung in der Gruppe nicht kaputt geht. Und da dachten sich die Spielemacher,
als wenn ihr unser Spiel bestimmen könntet. Denn auf einem bestimmten Platz bekommt dann die Person, die dort auf diesem Wand der Wahrheit platziert ist, eine Strafe. Und da die das Spiel ja nicht so gespielt haben, wie es geplant war, hat letztendlich die falsche Person eine Strafe bekommen. Und welche Strafe das ist und welche Person, das schauen wir jetzt an. Okay, was passiert jetzt? Jetzt gibt es für Ranking-Sieger Malkiel eine super süße Überraschung. Also hört am besten sehr gut zu. Du verarschst uns. Nein, das ist keine Verarschung, echt nicht. Liebe Reality-Stars, ihr wisst doch, hier geht es um Sendezeit und demnach natürlich um volle Präsenz. Ihr müsst dazu eben wählen, mit wem wollt ihr nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden. Euer Wunsch ist unser Befehl. Malkiel, du bist auf den ersten Platz gewählt worden. Ab jetzt wirst du für eine Woche ersetzt. Der wird ersetzt, der arme Kerl. Und rat mal, von wem und was er ersetzt wird. Der kriegt... Warte. Der Patrick hat das noch nicht gesehen, Freunde. Achtung. Oh. Was? In der Sendung? Da bist du ab jetzt eine Woche lang verdeckt. Und vielmehr überdeckt. Euer und. Ist erstmal nicht so schlimm, der Markiert. Also er wird überdeckt. Ja, ich verstehe. In der Sendung. In einer Person. Weißt du wie? Mit was? Rate. Da kommst du nie drauf. Ja. Mit dem Kopf von Kathi Hummels. Ehrlich? Baby, sie haben das aber so gut gemacht, dass die selbst mit den Augen zwinkert und redet. Die haben das wirklich gut imitiert. Ich kann nicht mehr. Denn die Kathi Hummels, warum wird die mit reingezogen? Ja, aber ich auch. Die sind die Moderatoren, Alter. Zudem die bekommst du in allen Teasern und jeglichen Werbungen grafisch einen neuen Kopf aufgesetzt. Und zwar den eurer Moderatorin Kathi Hummels. Bingo, und wir sagen Hummels in der Haus. Willkommen, Kathi. Wenn wir jetzt gerade an ihm vorbeilaufen und uns vorstellen, dass er jetzt wirklich diesen Kopf da hat, dann muss man schon so, dann lächelt man halt, ne? Ja. Ja, gell? Das hat er jetzt davon, dass er ein so guter Mensch ist. Erst die muss sich ja mehr ärgern, ihr Gesicht mit meinem Körper zu haben, aber... Trotzdem finde ich es scheiße. Wieso? Das macht doch voll Spaß. Also allen anderen. Geil. Das ist so geil. Ja, krass, oder, Freunde? Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Markiel, der arme Kerl, regt sich natürlich zu Recht jetzt darüber auf. Erstens, weil er eigentlich hätte gar nicht diesen Kopf tragen müssen, weil die das Spiel nicht richtig gespielt haben. Ja. Und er ist halt ein bisschen angepisst, ne? Ein Hellseher sieht rot. Du hast dich heute, am ersten Tag, Markiel, so wichtig schon für dieses Format gemacht, aufgrund deiner Art und Weise. Bitte, 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 höre auf uns. Bitte sei jetzt nicht für dich selbst so egoistisch. Weil er will gehen, er will ausziehen, ne? Digga, das ist übertrieben. Zigarette. Das weißt du selber. Oh, nee. Ja, ja. So, damit bleibe ich. Ja. Danke, so. Kathi. Malkiel, ja. Deine Leistung als Entertainer ist schon jetzt für immer unvergessen. Das ist krass, oder? Aber ich muss dazu sagen, okay, man könnte sich als Darsteller jetzt aufregen, man sieht ihn nicht, aber dadurch, dass er diesen Kopf aufgesetzt bekommt, kriegt er mehr Aufmerksamkeit. Also genau. Man kann es auch positiv sehen. So, und jetzt beginnen wir mit der Szene, weil jetzt geht es ja langsam um die Wahl, wie die rauswählen und so weiter und so fort. Und wir wissen ja jetzt, Nina Christine ist mit Markiel schon seit 13 Jahren befreundet. Okay. Und so weiter. Und Yasin, diese Butterbirne, fängt jetzt an, wie ein Jan, mit manipulieren. Freunde, es ist creepy. Ich schätze dich als sehr ehrlichen Menschen ein. Ja. Und auch empathischen Menschen. Ja. Erste Manipulation. Ich schätze dich, um mit der Person wirklich in einen guten Austausch zu kommen, zuckert man ihm erst so ein bisschen die Balls und sagt, ich schätze dich als sehr ehrlichen Menschen ein und als sehr empathischen Menschen. Und er natürlich direkt... Ein Gegenüber, ja, springt erstmal direkt drauf an, wo ich mir denke, Yasin, du kleiner Fuchs. Achtung, weiter geht's. Damit wir das Ganze spannend halten, Feuer drin haben. Er sagt, damit wir das Ganze spannend halten und Feuer drin haben, also das ist eine Manipulation von, das ist ja das, was wir ja, das, was wir alle brauchen und wollen, was die Produktion ist, also muss er praktisch, will, erwartet er von dem Gegenüber, dass er mitzieht. Warum hat er das denn so nötig, Yasin, auf einmal? Achtung, ja, das fragen wir uns alle.
Achtung, wie es weitergeht. Musst du die rausnehmen, die kein Feuer reinbringen. Ja, ja. Oder Unterhaltung. Das wären für mich die Zwillinge. Sorry, Yasin. Also, das ist, wir müssen das jetzt ein bisschen auseinanderklamüstern, weil das haben viele bei Yasin nämlich nicht gesehen und mitbekommen. Und das ist ganz wichtig. Also, der Markel sagt, ja, das sind für mich die Zwillinge. Okay? Und selbst der Kommentator sagt, sorry, Yasin. Jetzt Achtung, was Yasin sagt. Achtung. Pass auf, ich bin hier gerade auf dem Level Nina Kissing, der eine beste Freundin rausholen würde. Ja. Status quo. Spinnst du? Und schon also, wieder ist Bi. Also, Yasin sagt, ich bin hier gerade auf dem Level, Nina Christine rauszuwählen. Na? Ja. Das ist der Status quo. Ja? Haben wir uns gemerkt. Und Markel sagt, sag mal, spinnst du? Weil, was bedeutet das, dass Yasin sagt? Bedeutet das, Markel soll, also er bittet den Markel, ja, Nina rauszuwählen, korrekt? Ja, im Endeffekt schon. Sondern nicht? Nee, ja doch. Doch, ne? Ja, ich sag doch, ja. Genau, und so sieht man das, wenn man, weil Yasin manipuliert ihn, weil er, der Markel, die Macht ja hat, jemanden rauszuwählen heute. Nicht Yasin, sondern er. Also geht er zu Markel hin und sagt ihm, mit dieser Manipulation, ich schätze dich als empathischen Menschen ein, bla bla bla, und wir brauchen das ja hier alles spannend und wie sagt man, Entertainment, ja. Und ja, und deswegen müssen wir die rauswählen, die das nicht bieten. Und er sagt dann, ja, die Zwillinge. Und Yasin so, nee, also ich bin bei deiner besten Freundin Nina Christine auf dem Status quo. Also Yasin sagt, hör mal zu, es wäre richtig, wenn du die Nina Christine rauswählst. Ja. Das ist die Übersetzung, Freunde, ja? Für mich persönlich, momentan Nina Christine, ja, ist halt mit dabei. Das Problem ist, dass du sie seit 10 Jahren kennst oder länger. Aber was hat sie für einen Mehrwert gegenüber den beiden? So, das heißt, Yasin überredet sogar, versucht den Markel zu überreden, indem er Beispiele gibt und so sagt so, ja, du kennst sie seit über 10 Jahren, okay, aber was hat sie für einen Mehrwert hier zu bieten? Richtig linke Nummer, meiner Meinung nach. Und jetzt pass auf, die reden auch darüber, wo man sich so denkt so, hör mal zu, Yasin, das ist eine gute Freundin seit über 10 Jahren von ihm. Und Yasin versucht zu überreden und klarzumachen, Nina Christine sollte raus. Ich möchte aber, dass wir uns das festhalten, dass Yasin ihn überreden will. Natürlich. Ganz klar, ja? Ganz klar auf der Hand. Aber das ist doch eine moralische Frage. Du kannst doch jetzt auch nicht jemand, mit dem du 10 Jahre hier befreundet bist, könntest du doch nicht. Okay. Ich kenne die Familie, ich kenne den Vater. Nee, das kann ich nicht. Dafür bin ich zu gut. Er versucht mich auch schon entsprechend zu manipulieren. Ja. Ja, also ich kann ihn ja auch durchschauen, ja. So schlau ist er jetzt auch nicht. Ja. Immerhin, Markel kann schweigen wie ein. Und er zeigt das jetzt, er sagt das jetzt der Nina. Mich? Yasin will dich loswerden. Korrekt, hat er richtig Natürlich, übersetzt. Einmal die Freundin, ja klar. Hat er richtig übersetzt. Dieser Kopf. Dass du halt nicht performst. Genau. Das ist ganz schwach. Ganz, ganz schwach. Das muss Elina natürlich auch sofort erfahren. Ja. Ist mir ja klar, dass die Leute mich ja schon seit langem loswerden wollen. Aber sag das doch nicht zu meinem Kumpel. Yasin hat es gesagt. Ja, Yasin hat es gesagt. Richtig asozial. Ja, da schau her. Achtung. Der Yasin. Wo ist der überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wo der ist, aber ich rede nie mehr mit dem. Ja, doch, wir sollen uns ins Gesicht sagen. Ich habe noch nie jemanden so konfrontiert. Und ich sage, hey, Elena, so und so. Und sie nimmt mich an die Hand und sagt, ja gut, da muss man halt konfrontieren, was soll ich dir sagen? Ja, klar, du hast recht. Ja. Du hast. Und jetzt geht die Nina da rein in die Starbucks und konfrontiert Yasin. Und jetzt haltet euch fest, was Yasin dazu sagt. Ich bin gespannt. Ich muss konfrontieren. Endlich wieder Konfro. Und ich hatte keine Angst, es war das erste Mal. Ich hatte kein Herzrasen. Ich war einfach wütend. Und wir sind hin in die Starbucks. Und es war so cool. Ich habe mich so stark gefühlt. Hast du zu meinem Kumpel gesagt, er soll mich rauswählen? Nein, komm her. Doch, hast du. Nein, komm her. Ich bin gespannt. Warte, lass mal laufen. Ich bin gespannt. Gesagt. Nein. Ich finde es gerade voll. Ich meine, du kannst mich gerne, kannst mir deine Stimme geben. Können alle meine Stimme geben. Doch, ja. Aber zu meinem Kumpel zu gehen und zu sagen, ich soll rausgewählt werden, ich kenne ihn seit 10 Jahren. Setz du jetzt ist nicht korrekt, sorry. Setz du jetzt erstmal her, bevor du irgendwie mich angreifst. Ja, guck mal, ja, da guckt in 4 Richtungen gerade gleichzeitig. Ja, ja. Sich von hier. Aber komm erstmal her, setz dich hier hin. Das ist so eine Übersprungshandlung, weil er sich jetzt erstmal überlegen muss, was sagt er ihr. Anstatt direkt zu sagen, ja, hab ich gesagt, weil ich finde dich langweilig. Ja. So, das wäre
Ja, dann hätte Nina erstmal aber auch außer Gefecht, wenn der Yasin die Eier hätte, es ihr ins Gesicht zu sagen. Ja, dann kann sie ja im Endeffekt nichts mehr sagen, weil das ist halt ja, so. Ja, genau. Hier, setz dich hier hin. Die Twins sind mir so ins Herz gewachsen. Das kann man mir nicht übel nehmen oder sonstiges. Ja, aber nur weil die Twins ihm ans Herz gewachsen sind, geht er dann zu ihrem Kumpel, den sie seit 10 Jahren kennen, mit befreundet ist und sagt, will die mal raus. Und der Hammer ist, Yasin sagt zu Markiel, ja, weil der Markiel sagt, ja, das ist aber eine moralische Frage. Moralisch kann ich das nicht. Und der Yasin so, ja, das ist hart, ich weiß das. Aber sitzt jetzt ja, genau, hier genau, in der genau. Starbucks, oh, die sind mir so ans Herz gewachsen. Hör mal zu, ich dachte, Yasin, war das los mit dir? Anders rangewachsen vielleicht, ja. Ja. Fällig aus, Lina. No way, weißt du, da würde die Wahl auf dich fallen. Nicht, weil ich dich nicht mag, aber ich sag, die Wahl würde auf dich fallen. Fertig. Aber ich habe niemals gesagt, wählt die raus. Never. Habe ich nie gesagt. Der Yasin, der hätte ja gesagt, nie damit gerechnet, dass ich ihn konfrontiere. Niemals. Der hat gedacht, ja, genau. Ich höre das. Und dann setze ich mich in die Ecke und heule, so wie die alte Nina Christine war von vor 2 Wochen. Aber jetzt sitzt hier die neue Nina Christine, die in die Starbucks geht und sagt, was hast du gesagt? Der war völlig überfordert. Ja, die wollten doch alle so, dass sie performt und Feuer, Kasala. Ja, geht doch. Ja. Achtung, die neue Nina Christine verlässt die Starbucks. Ich habe Yasin konfrontiert. Jetzt pass auf. Markiel aber knickt ein bisschen ein, weil der irgendwann auch nicht mehr wusste, was war jetzt richtig und was falsch. Leider Gottes. Warum? Ja, natürlich, das muss man hier machen. Ich lerne von Elena. Ich bin sehr stolz auf Nina Christine, dass sie es endlich geschafft hat, mal ihre Meinung zu sagen. War endlich mal Zeit, dass sie ein bisschen Mut zeigt hier in der Saale. Und auch mal etwas sagt, was sie denkt. Ich stehe für die Twin Star, fertig aus, peace out, am Yasin. Er sagt, dass er... Mikey, habe ich gesagt, dass du sie rauswählen sollst? Nein, so nicht. Ich habe nur gesagt, du hast sie vorgeschlagen. Nein, ich habe gesagt, ich würde sie wählen. Ja. Stimmt. Und du hast gesagt, ich habe niemals gesagt, wähle sie raus. Nein, das... Nö, ich habe das subtiler manipuliert. Boah. Ey, dieses dann, ich habe niemals gesagt, wählt sie raus. Doch, hast du. Weil du genau das ausgesprochen hast, hast du trotzdem Du hast den Satz nicht genau so gesagt, grammatikalisch, aber du hast gesagt, du hast an seinen Verstand und sein Herz und seine Empathie appelliert. Ja. Das finde ich noch viel schlimmer, als zu sagen, ich würde sie rauswählen, weil. Ja. Finde ich noch viel schlimmer, subtil zu manipulieren. Dann mach's direkt. Ja, dann mach's direkt und jetzt hier das. Oh, das hast du nicht, du hast gesagt, das... Das stimmt, aber du hast gesagt, du würdest sie wählen. Ja, habe ich dir auch gerade gesagt. Der Markiel hätte dir sagen müssen, ja, du hast versucht, mich zu manipulieren. Ja, aber da war, ja. Weißt du, der Markiel ist da leider ein bisschen eingeknickt. Ja. Ich würde dich auch wählen. Also, kein alles Problem. Gut. Ja. Oh, Kinder, wenn ihr euch jetzt nicht leiden könnt, dann wählt wir euch können halt uns leiden. Nee, wir können uns eben nicht mehr leiden. Das war anfangs, aber jetzt eben nicht mehr. Ja. Da hätte Markiel zu der Freundin halten sollen. Natürlich, weil die schon 10 Jahre das ja, jetzt auch nicht gehabt. Ja. Der war mit der Konfrontation jetzt auch überfordert. Ja, gut, aber trotzdem. Ja. Deine Meinung? Ja. Alles klar. Warum muss ich mich schlecht fühlen, dass ich die Wahrheit sage? Warum wollen mich die Leute dumm hinstellen? Das hat mich so getroffen, wo ich gesagt habe... Weil du anfängst zu manipulieren, mein Freund. Du hast zu viel Jan um dich rum gehabt, ja? Das ist doch ein Psychozirkus hier drin. Nee, den Psychozirkus hast du angefangen an der Toilette. Da haben wir im Jan-Zina auseinanderklabüstert. Was? Kampf der Reality-Stars? Ein Psychozirkus? Ja. Jetzt kommen wir zu der Stunde der Wahrheit. Ich bin gespannt, wie du findest, wen die rauswählen. Weißt schon, wer rausgeht? Nee. Ja. Du meinst Markiel und Jelis? Genau, Markiel und Jelis. Okay, lass mich raten. Ja. Nicht verraten. Lass laufen, ich überlege. Okay. Wir laden unsere Stars nämlich zu uns ein, weil sie vor allem eins können. Und zwar über sich selbst lachen. Aber auch schon hat unsere Gruppe wieder Zuwachs bekommen. Lieber Markiel, lieber Jelis, schön, dass ihr da seid. Ihr kommt auch wieder mit Macht. Das heißt, ihr müsst gleich jemanden rauswählen. Könnt aber selbst nicht rausgewählt werden, weil ihr seid safe. Safe ist auch. Die liebe Elena, du kannst heute alles nicht mehr mit dir, weil du hast das Sexspiel gewonnen. Für alle anderen wird es gleich wieder ernst. Ja. Denn 2 von euch müssen leider wieder den Kopf packen. Für sie ist dann die Sendezeit abgelaufen. Warum bist du Yasin denn so angegangen? Ach, es ist so viel passiert. Gestern Abend kam Malkiel zu mir und hat gesagt, du stell dir vor, der Yasin hat gesagt, hey, was ist denn, wenn du deine Freundin rauskickst? So war es ja auch. Ja, hey, was ist denn, wenn du deine Freundin rauskickst? Ja. So war es auch, Freunde. Wir haben es ganz genau alle gesehen und gehört. Und das fand ich einfach nicht okay. Ich kenne den Malkiel seit 12 Jahren. Sehr, sehr gut. Und
Ja, da habe ich mich richtig drüber aufgeregt. Stopp, das habe ich nie gesagt. Doch, das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Das hast du gesagt, lieber Yasin. So habe ich es auch nicht gesagt. God. Dann stell das doch mal kurz klar. Was hast du gesagt? Ich wurde gefragt von Mikey. Nein, er wurde nicht gefragt von Markiel. Er wurde nicht gefragt. Sondern Yasin hat Markiel vor dem WC abgefangen und hat an ihn manipulativ angefangen anzugraben. Ja, aber ich verstehe nicht, warum der Nina nicht den Rücken gestärkt hat. Ja. Wen ich rauskicke oder wen ich rauskicken würde. Und ich habe gesagt, es wäre sie. Aber ich habe niemals... Oh mein Gott, hast du gehört? Ich hab's der verdreht die komplette Story. Oh, Hilfe! Ansatzweise gesagt, dass er das macht. Hä, was? Ich glaube ihm das natürlich nicht. Ihr könnt euch ja später alles nochmal anschauen. Und dann seht ihr ja die Wahrheit. Ja, die wissen wir jetzt, danke, die Wahrheit. Ja, aber ich weiß nicht, warum der Mark Hill da nicht zu ihr steht. Ich glaube, der hat dann selber irgendwann nicht mehr geglaubt, was richtig und was falsch ist. Sorry, aber das selbst, nee. Und jetzt wird's wieder ernst. Und also ich sag, die Twins fliegen raus. Wir glauben auch, dass die offene und doch wieder indirekte Art ja, weil die die nicht leiden können auch, subtil ne? die Sexiness zu verkaufen. Ja, weiß ich nicht. Du meinst, weil deswegen denkst du es. Hat uns nicht gefallen. Die Fassade, die wir niederreißen wollen, ist die... Ich glaube, die Eierstöcke deswegen. Der Twins. Ja, die Twins fliegen raus. Wir haben uns für euch entschieden, weil für uns ist das ein bisschen zu viel. Also dieses wirklich Gleiche und Gleichreden, das ist, also das rattert mir zu viel im Kopf. Tja, also für uns war die Entscheidung ziemlich klar, recht schnell und dabei sind wir geblieben. Kein Ding. Ihr könnt euch wieder hinsetzen, vielen Dank. So, raus. Gut, es gibt eine Person, mit der ich in den letzten Tagen etwas weniger Kontakt hatte, muss ich leider sagen. Am Anfang war ich richtig verknallt, den ersten Tag aber nur. Aber den zweiten Tag wurde es weniger. Da hatte ich den Eindruck, du hast dich verändert. Ich muss leider die Münze hier geben, auch ich mag sie, aber... Ehrlich, der Nina? Hier steckt sie und hier ist sie. Tut mir leid. Hätte ich nicht gedacht. Auch? Der Heinrich auch? Ja, Nina wählt. Yasin, ich bin gespannt auf die Ausstrahlung, wer wirklich die Wahrheit gesagt hat. Wir haben alle viel getrunken, keiner weiß mehr wirklich, wie es war. Aber ich gebe dir... Wir wissen, wie es war. Jetzt. Mein Coin. Ja. Die Marke bekommt auch Nina von mir, weil ich glaube, dass das hier vielleicht nicht so unbedingt das Richtige für dich ist. Kriegt die Nina? Vor allem, er glaubt nicht, dass das Richtige so für dich ist, aber selber heult er, kriegt Nerven zusammen. Ja, weil ein paar Koffer nicht da sind und so. Ronald. Liebe Freunde, ein Mitspieler, der mir hier in der kurzen Zeit als Freund besonders ans Herz gewachsen ist, zahlt hier Tag für Tag für seinen Verbleib einen hohen Preis. Ja. Mit seiner Gesundheit. Deswegen, Heinz, ich weiß, du wirst es mir unter Umständen übel nehmen. Überhaupt nicht. Wählt er den Heinzi. Elena. Meine Nominierung heute ist nicht böse gemeint. Absolut nicht. Ich möchte dich unterstützen und möchte, dass du ins Hotel kannst, weil ich auch sehe, dass du, glaube ich, da einfach einen schöneren Aufenthalt hättest. Und ich hoffe, dass ihr alle das sehen könnt. Er ist ein starker Mann und er wird es durchziehen, weil er diese Kraft hat. Aber wenn wir realistisch sind, müssen wir ihm helfen und ihm diesen Gefallen machen. Deswegen geht meine Münze an dich. Weil die das Geld kriegen, die volle Gage, wenn die ausgewählt Info, werden. Und behalten nicht von selbst. Heinz natürlich medizinisch immer gut im Auge. Ja, zu guter Letzt. Yasin, next. Ja, leider. Ja, liebe Nina Christine, ich will dir nochmal sagen, dass ich einfach wirklich krass enttäuscht bin. Also wirklich enttäuscht. Und das halt die Schnauze, wir sind enttäuscht von dir. Was fängt der denn jetzt so an? Heftig, ne? Ich weiß auch nicht, was die Formate alle mit den Menschen machen. Jesus Christus. Ja, Freunde, bin auch so schade. Kriegst du meine Münze? Okay, aber kacke. Game over für Nina Christine. Ja, schade. Du hast die meisten Stimmen bekommen. Und Nina Christine muss sich hier leider verabschieden. Danke, ihr Lieben, für diese tolle Zeit. Es war eine spannende Reise und ich bin so froh, dass ich jetzt richtig duschen kann. Ich freue mich auf mein klimatisiertes Zimmer. Es hat so viel Energie gekostet und ja, ich bin einfach froh, dass es jetzt vorbei ist, wirklich. Ich habe keine Kraft mehr. Ja, bitte verstehe ich. Erhol dich gut und was alles... Ja, verstehe ich. So, was kommt nächste die Woche? Die Wahrheit war heute eindeutig. Ja, das wissen wir alle. Ein Reality-Star. Muss ja nicht zwangsläufig immer per Boot ankommen, sondern... Ich dachte so, wow, was kommt denn jetzt da? Ja, keine Vorschau, und sondern plötzlich das. Plötzlich kommt da jemand. Iris Klein. Hey Leute, ich bin endlich hier. Schön, dass du es
noch zu uns geschafft hast. Und nicht mehr als iPad, sondern als reale Person. Boah, ihr glaubt es nicht. Was? Was ist denn jetzt? Es ist ein iPad. Wir zeigen dir jetzt mal. Guck mal, da waschen wir uns. Da, genau, die Dusche. Hey Leute, 20 Tage. 20 Tage habe ich auf euch gewartet. Willkommen, Iris Klein. Nur der Fürst und die Eltern nicht Herren amused. So, ich meine, die haben mich auf dem Kieker, ich hab's hier auf dem Kieker. Und das kann ich Interesting aber spannend machen. Zu viel Harmonie wollen wir ja auch nicht. Jetzt bin ich da. Ich will das Ding ja auch gewinnen. Denn ich habe ja eine Mission. Und die will ich hier durchziehen. Nächstes Mal. Du hast noch eine Restlaufzeit von 24 Stunden. Ja, dann bist du wieder weg vom Fenster. Oh mein Gott. What the f***? Mit vollem Körpereinsatz. Boom, hier rein. Ey, ey, lieber Gott im Himmel. Nun küsst sie doch. Sag ich nicht nein. Das Finale rückt immer näher. Boah, du hast mit vielen Leuten hier Stress angefangen. Du bist ein sehr emotionsgesteuerter Mensch. Die Entscheidung ist gefallen. Dann sehe ich Jan Like wieder. Ja, der hat du musst leider nach Hause gehen. Das scheint Jan Like kommt zurück. Och nee. Das zum Thema mehr Sendezeit. Alles klar, in diesem Sinne habe ich dann den Schluss von dieser Serie und Sendung. Freunde. Ich verabschiede mich recht herzlich. Ehrlich, oder? Jan Like kommt wahrscheinlich zurück. Alter, aber wie? Das ist die Frage. Freuen wir uns auf die nächste Folge. Ich bin wirklich gespannt, was sagt ihr zu Yassins Aktion? Neutral bleiben, auch wenn wir ihn alle mögen. Neutral bleiben, neutral bewerten. Ist es richtig, wie er das gemacht hat? Lügt er, manipuliert er? Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Mehr Trash gibt's hier wie immer. Und ansonsten hoffentlich sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Macht die Tür, schwenkt den Hut und bleibt gesund, Freunde. Tschüss zusammen.